Das ist die Realisierung unseres Grundsatzes Null Toleranz gegenüber Rechtsradikalen und Rechtsextremisten. Und deshalb ist es richtig, dass die Justiz und die Polizei hier ganz konsequent durchgreifen. Das ist nochmal die Bestätigung dessen, was ich seit Wochen sage. Wir sind in der Bundesregierung auf keinem Auge blind. Wir verfolgen jede Form von Extremismus, von Links- und Rechtsradikalismus und die verschiedenen Ausprägungen, die es hier gibt, von den Hooligans bis zu politisch motivierten Tätern. Diese terroristischen Bewegungen gibt es in jedem Bundesland und international. Und ich wehre mich immer sehr dagegen, dass man das geografisch bestimmten Regionen zuordnet. Das wäre eine nicht zulässige Oberflächlichkeit.